Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 7 unserer Rüstungs-Challenge. Ja, gerade frisch aus dem End wiedergekommen quasi. Also für euch zumindest, für mich nicht ganz so frisch, denn ich habe hier schon ein bisschen was getan. Aber das war das Letzte, was wir gemacht haben in der letzten Folge und ich habe im End noch ein bisschen Loot gesammelt. Also Schalker-Kisten, Ender-Essenzen, Schalker-Essenzen. Mehr gibt es da eigentlich auch gar nicht. Also wir brauchen nicht wirklich viel aus dem End. Ich habe gesehen, wir brauchen tatsächlich gar keine so viele Enderdrachen töten für die Rüstungen. Was wir viel töten müssen für die Rüstungen sind Wither. Da müssen wir uns noch drum kümmern. Und Warden. Das ist auch ein Ziel, das ich jetzt noch habe. Denn ich bin da mit den Drachen fast fertig. Ein einziger Drache fehlt mir noch und das ist der Warden, so heißt der Drache auch. Und den bekommt man, ihr könnt dreimal raten, in den dunklen Tiefen. Da müssen wir natürlich hin, müssen noch ein Deep Dark finden. Ich habe noch keins gefunden, deswegen habe ich auch diesen Drachen noch nicht. Ich habe gestrip mined, aber ich habe noch nicht speziell nachgeguckt. Ich muss mal gucken, dass ich mir vielleicht einen Villager mache, der Karten verkauft, also einen Kartografen. Und dann mal nach einer verlassenen, wie heißen die, diese Städte da? Ihr wisst schon, was ich meine. Danach mal schauen, dann finden wir vielleicht eins. So, also Thema Drachen, ja. Ihr seht, ich habe meine Drachen verlegt. Die sind vorher immer hier rumgelaufen, muss ich die immer scheren und so, gar keinen Bock gehabt. Ich habe jetzt hier ein kleineres Gehege gebaut, habe überall Trichter reingepackt und deren Schuppen sind dann automatisch hier drin gelandet. Ich habe von allen Drachen 24 Schuppen, außer von dem Morden. Das heißt, wir können alle Drachenrüstungen herstellen. Ich habe aber noch mehr. Ich habe nämlich hier noch mehr Schuppen gesammelt und habe ein paar Blöcke hergestellt. Die Blöcke, die habe ich mal hier hingestellt. Die sehen nämlich auch verdammt cool aus. Guckt mal. Nice, oder? Also es gibt hier echt einige Blöcke, die verdammt nice aussehen. Und ich wollte da eventuell was mit bauen, aber ja, mal gucken. Da müsste ich wieder, ein paar Drachen sind gestorben, leider. Ich weiß nicht warum. Die sind da in dem Gehege irgendwie verdörrt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wollte ich mal machen, aber naja. Ich habe eine kleine Lava-Farm gebaut. Auch aus einem bestimmten Grund, zeige ich euch gleich. Ich habe mich mit zwei Dingen beschäftigt, nachdem ich aus dem End gekommen bin. Einmal Elementargetreide, die Add-on und einmal Tetris, die Add-on. Und ihr seht da hinten, es wird sehr, sehr bunt. Wir gehen mal hin, Leute. Wir gehen mal hin. Tetris habe ich gespielt. Guckt mal da. Tetris ohne Ende. Elementargetreide sind auch hier. Zeige ich euch gleich auch noch. Aber zunächst einmal. Das hier ist mein Tetris-Spielfeld. Ja. Ihr wisst, alles geschieht mit diesen kleinen Minosplittern hier. Ja? Alles geschieht mit diesen Minosplittern. Ich habe in der Mitte dieses Feldes ein Gerät, das Tetris-Blöcke erzeugt. Ich zeige euch das mal. Wir gehen nochmal runter und suchen uns mal die Mitte. Das ist hier ziemlich verwüstet alles. Die fallen halt so, wie sie gerne fallen. Und man muss hier sich einen kleinen Weg suchen. Ich habe am Anfang versucht reinzumachen, aber das passt irgendwie, das klappt nicht so gut. Da müsste man sich Werkzeug für herstellen, um die dann drehen zu können in der Luft und so weiter und so fort. Gar keinen Bock. Ich habe mir einen anderen Plan zurechtgelegt und das zeige ich euch jetzt mal. Also, zunächst einmal hier diese kleine Kiste, die ist durchsichtig oder also kann man durch reingehen auch. Ja, da packt ihr die Splitter rein. Und dann startet das Ding und dann seht ihr fallen vom Himmel überall diese Blöcke hier. Ja? Jeder Splitter gibt einen Tetris. Und wenn ihr die dann kaputt macht, die Tetrisse, gibt es wieder neue Splitter. Jetzt habe ich 12 Stück reingemacht. Also fallen 12 von den Dingern vom Himmel. Und das war's dann auch. Ja? Macht ihr die kaputt, braucht ihr eine spezielle Spitzhacke für die hier, kriegt ihr neue Minus. Es kommt aber auch immer wieder Gegner daraus. Ich zeige euch das mal. Mit relativer Häufigkeit, jetzt Glück gehabt, kein Gegner. Aber wir gucken mal, wir kriegen mit Sicherheit gleich so einen Gegner hier. Das ist ein kleiner Gegner.
Der ist gar kein Ding. Die sind alle kein Ding für mich mit dem Schwert hier. Aber es gibt da noch weitaus größere Gegner. Die kriegen wir aber auch gleich noch. Ich gehe mal eben pennen, weil ich habe hier nirgendwo Fackeln hingestellt auf diesem Feld. Und das heißt, Mobs wollen wir hier nicht haben. So Leute, kurz geschlafen und wir hacken einfach noch mal ein bisschen was kaputt. Also, wie gesagt, ihr macht die kaputt. Ihr kriegt, wie ihr seht hier, Splitter raus. Oh, das ist ein großer Gegner. Einer der neueren. Die werden immer stärker und stärker. Und das ist einer, der schießt, wie ihr seht. Der schießt mit Tetris-Blöcken auf mich. Aber auch der, ein Schlag und der ist down. Und dann kriegt ihr hier diese Dinger und ihr kriegt relativ viele. Wenn ihr jetzt überlegt, ein so ein Ding kostet gerade mal einen Minus-Splitter. Und wir machen einfach mal einen Versuch. Ich packe die Splitter mal. Das geht nicht. Egal, wir schmeißen die mal hier raus, legen die da hin. Wir gucken mal, wie viele wir rausbekommen. Da ist ein Gegner. So, zack, den hauen wir kaputt. Okay, da kommt noch ein Gegner. Boom, den hauen wir auch kaputt. Dann bekommen wir hier insgesamt 24. Also aus einem machen wir 24. Und diese Dinger, die brauchen wir halt. Die brauchen wir halt, denn daraus können wir später verschiedene Dinge kombinieren, um dann hinterher die Rüstungen herzustellen. Und wie es sich gezeigt hat, ist es nicht nur eine Rüstung, wie vorne bei den Rüstungen stehen, sondern es gibt mehrere Rüstungen. Aber da gibt es eine kleine Sache und die zeige ich euch jetzt mal. Denn ihr müsst aus diesen Minosplittern hier Folgendes herstellen. Und dazu braucht ihr tatsächlich Eisen. Denn ihr müsst Spielfeldsplitter herstellen. Ich meine, wie gut, dass wir eine funktionierende Eisenfarm haben, wie wir da im Hintergrund gerade sehen, ja. Das war clever, dass wir die wirklich zuerst gebaut haben. Eisen brauchen wir ohne Ende. Auch noch für die Elementargetreiderüstungen, zeige ich euch aber gleich. So, dann macht ihr diese Splitter daraus, diese Spielfeldsplitter aus den Minosplittern, machen wir in Kombination mit Eisen Spielfeldsplitter. So. Haben wir jetzt 17 Stück. Und daraus machen wir diese Spielfeld-Chunks. Brauchen wir 9 Splitter. Ergibt einen Chunk. Und mit diesem Chunk können wir die Rüstungen herstellen. Ihr seht, für die Rüstungen brauchen wir, wie üblich bei den Minecraft-Rüstungen, für die Schuhe 4 Stück, für den Helm 5 Stück, für die Hose noch mehr und für die Brustplatten auch. Dafür brauchen wir diese Chunks. Und ihr seht hier, es gibt immer nur einen Stiefel, einen Helm und eine Hose. Aber dafür gibt es 7 verschiedene Brustplatten, Brustpanzer. Und die ergeben auch immer verschiedene Fähigkeiten. Dann braucht man immer in der Mitte noch so ein Tetris-Teil. Ihr seht das. Und diese Tetris-Teile, die habe ich hier schon gesammelt. Ja? Also, wir könnten die Rüstungen theoretisch herstellen. Nur fehlen mir momentan einfach hier diese Spielfeld-Chunks. Ich habe jetzt 12 und ich habe mittlerweile schon einmal 24. Also eine Rüstung können wir definitiv davon herstellen. Und wenn ich da die ganzen Tetris-Dinger kaputt kloppe, dann werden wir wahrscheinlich auch den Rest herstellen können. Aber ja, es ist Grind. Ich muss die alle kaputt machen. Ich glaube, ich habe jetzt hier genügend Tetris-Blöcke stehen. Auch das war, oh, ja, auch das war ein Grind. Die erstmal alle abzubauen, dann wieder neu in die Maschine zu packen, dann fallen wieder welche runter, dann baut man die wieder ab und so weiter und so fort. Endlos lang, bis ich hier jetzt wahrscheinlich genug habe, um alle Rüstungsteile herzustellen. Wahrscheinlich. Ist nicht gesagt, muss ich ausprobieren, ansonsten muss ich nochmal grinden. Also, das hier wird ein Grind, den zeige ich euch nicht unbedingt, aber die Rüstung natürlich später. So, kommen wir zum Elementargetreide. Mit dem Elementargetreide musste ich mich ein bisschen beschäftigen. Ich wusste nicht so genau, wie es funktioniert und wie es am besten wächst. Ich glaube, dass es am besten wächst, wenn es sein eigenes Element um sich herum hat. Und zwar habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube es. Ich werde es aber noch ausprobieren, weil die Felder sind alle viel zu klein. Das geht folgendermaßen. Also, wir haben hier Ender-Essenz angepflanzt und ihr seht, die sind auch alle schon fast gut. Ich baue die mal alle ab, die gut sind hier. Das sind immer die mit dem Pünktchen oben drauf, die sind gut, der noch nicht. Ich bekomme neue Essenz zurück, die pflanze ich wieder ein.
Und ich bekomme die Ender-Essenz. Also ich bekomme Ender-Essenz-Samen. Ne? Die habe ich eingepflanzt und bekomme Ender-Essenz zurück. Habe jetzt 7 Stück. Und mach das jetzt mal. Hier unten ist die Erdessenz drin. Hier habe ich die Feueressenz. Ihr seht, umrahmt von Lava. Oh, hier ist ein Block, den muss ich gleich mal wieder haken. Keine Ahnung, was da passiert ist. Hier haben wir die Wasseressenz. Und hier oben, quasi schwebend, haben wir die Luftessenz. Ich baue die mal ab und dann zeige ich euch, wie es damit weitergeht. Also, man bekommt freundlicherweise immer die genauso viele Samen raus, wie man abbaut. Manchmal sogar ein mehr oder auch ein paar mehr. Das ist gut. Das heißt, wir haben immer unendlich Samen und müssen da jetzt nicht unbedingt nochmal irgendwie farmen gehen. Ich habe die alle abgebaut, wie ihr seht, oder fast alle zumindest, die reif waren. Und dann bekommt man, wie gesagt, ich tue die Samen mal hier weg. Den. Dann bekommt man hier solche Dinge. Ja, also, upsala, reingefallen. So, also ihr bekommt dann die Essenzen. Ups. So, ja. Und mit 9 Essenzen könnt ihr dann Kristalle herstellen. Enderkristall, Feuerkristall, Wasserkristall und Windkristall. Störend, ne? Schon. Die Eisenfarm ist sehr störend. So, ab hier hören wir das nicht mehr so. Die Kristalle können wir dadurch herstellen. Und ich mache die jetzt mal. Die ich machen kann. Leider konnte ich keinen Erdkristall herstellen. Ist aber nicht so schlimm. So. Und mit diesen Kristallen könnt ihr dann die Barren hinterher herstellen. Ihr braucht immer 2 Kristalle und ein Eisen. Gut, dass wir ein Eisen haben. Für einen Barren. Also, es ist auch hier eine Menge Grind notwendig. Ich muss die Felder mal größer bauen. Wahrscheinlich noch einmal einen Rand drumherum bauen. Und gucken, ob das dann wirklich auch so ist mit den Elementen. Ob das dann trotzdem gut wächst oder nicht. Mal schauen. Ich werde auf jeden Fall einen Rand drumherum bauen, noch, dass wir das Doppelte haben. Aber auch das ist ein Grind. Das kann ich aber gut machen, indem ich hier, während ich die Tetris-Sachen abbaue, immer mal wieder auch die Elementarsamen hier abbaue. Ich habe noch keinen Barren. Ich könnte theoretisch aber so langsam einen machen. Also ich könnte jetzt hier einen Barren machen. Den Rest tue ich mal hier rein. So. Oh, schön, Ordnung muss sein. Ich könnte daraus auch Barren machen. Also da brauchen wir Eisen für. Ich gehe mal eben schlafen und dann machen wir die Barren. So, Leute, ich habe geschlafen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg hier, dass wir die Eisengolems nicht hören. Achso, wir brauchen Eisen. Okay, gut, dass wir genug Eisen haben. Ich habe übrigens hier die unterste Kiste, die ist voll. Und die zweite Kiste füllt sich gerade auch. Also an Eisen mangelt es uns wirklich nicht, zum Glück. Und dann gucken wir jetzt mal. Also, wir können jetzt hier die Barren herstellen. Einmal den. Einmal den. Einmal den und den weißen, den Windbarren auch. Und dann seht ihr schon, hier kommen dann die Rüstungen. Einmal die Feuerrüstung, haben wir hier die Enderrüstung und wir haben die Wasserrüstung und die Windrüstung. Und dann können wir hier, das ist auch nochmal ein krasser Grind, den Elementarbarren herstellen. Dafür brauchen wir 5 verschiedene Elementarbarren, also 5 verschiedene von denen, um einen Elementarbarren herzustellen. Und daraus können wir auch nochmal eine Rüstung machen. Die Elementarrüstung. Also Grind des Todes. Ja. Aber ja, was soll man machen? Das ist jetzt mein nächstes Schicksal, sage ich mal. Tetris abbauen und hier diese Elementargetreide anpflanzen. Und das dauert ein bisschen alles. Wir haben aber noch ein paar Rüstungen, die wir ausprobieren müssen. Und der Plan steht. Wir werden einen Deep Dark finden und den Warden killen. Übrigens, es gibt eine Rüstung, die man nur durch Warden Kills bekommen kann. Ich zeige euch die mal. Wir gehen mal zu den Rüstungen. Und zwar die hier, die schwarz-rot-grüne Rüstung. Das ist die Game Mode Rüstung. Die Game Mode Rüstung, Leute. Die kann man herstellen aus Warden-Fragmenten. Man braucht 24 Warden-Fragmente. Das heißt,
müssen so circa 10 bis 15 Mal einen Warden killen. Sollte mit unserer OP-Sachen kein Ding sein. Wir können ja noch trappen. Den ersten machen wir vielleicht zusammen, den Rest mache ich dann alleine. Müssen wir mal schauen. Aber diese Game-Mode-Rüstung, die hat eine ganz spezielle Fähigkeit. Und zwar, die Game-Mode-Armor hat als Fähigkeit 10 Sekunden Game-Mode kreativ. Das heißt, mit der Ability kann man 10 Sekunden lang in den Kreativmodus wechseln und sich dann quasi Dinge aus dem Inventar ziehen oder andere Dinge im Kreativ-Game-Mode machen für 10 Sekunden. Das ist doch mal richtig, richtig krass. Dafür schlachte ich gerne 10 bis 15 Mal den Warden, Leute. Denn es geht natürlich um die Rüstung hinter mir, beziehungsweise um alle Rüstungen, die Netherite brauchen. Ich habe euch schon gesagt, wenn wir die kombinierbaren Erze, die Netherite-Rüstung machen wollen, müssen wir ungefähr 1000 von den antiken Schrott sammeln. Und ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen Grind. Ich habe bisher immer noch nicht geschafft, eine Creeper-Farm zu bauen. Und die Game-Mode-Rüstung könnte uns dabei helfen, indem wir uns mal ganz schnell ein paar Netherite-Barren stibitzen aus dem Game-Mode. Aber auch die Rüstung muss erstmal gefarmt werden und dann dürfen wir sie natürlich benutzen. Ja, also das wäre eine machbare Sache und würde uns dann mit der Challenge hier definitiv helfen. Ich meine, es gibt noch genug andere Rüstung, ups, es gibt noch genug andere Rüstungen, die wir auch grinden müssen. Ja, aber ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, in Netherite zu grinden und von daher würde ich es versuchen mit der Game Mode Rüstung. Also das wäre so der Plan. Plan ist es, ob es dann hinterher machbar ist, müssen wir gucken. Also ich habe, upsala, ja, ich wollte die Treppe nehmen. Ich habe natürlich noch einiges zu tun. Ich muss dafür erstmal ein Deep Dark finden, also auch eine antike Stadt finden. Da muss ich den Warden mehrmals killen. Also es ist auch nicht einfach, diese Rüstung zu bekommen. Aber der Grind von Netherite, antikem Schutt, der ist natürlich krass. Und eine Creeper Farm, ich würde eine bauen, aber ich weiß nicht, ich brauche sie nicht unbedingt. Außerdem haben wir auch noch die Lamas, Hydra-Bosse und die Amethyst Plus Add-on. Von allen drei Add-ons habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Also da kommt noch eine Menge auf uns zu. Das Gehege für die Lamas, das ist hier, aber ich habe mich noch gar nicht um die Lamas gekümmert. Hydra-Bosse, weiß ich auch noch gar nicht, wie das geht. Da gibt es aber auch einige Rüstungen. Ja, und dieses Amethyst Plus, ich habe noch keine Geode gefunden, außer eine Custom-Geode von dieser Erze-Add-on. Aber noch keine richtige Amethyst-Geode. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Wir müssen noch einiges grinden und machen. Aber jetzt würde ich sagen, hinter mir stehen schon die Schalker bereit. Da sind überall Rüstungen drin. Und jetzt gucken wir uns die Rüstungen an, Leute. Ich freue mich darauf. So, da kann losgehen. Ich bin nochmal umgezogen, denn ich habe da hinten in dem Gehege schon angefangen, mit den Lamas ein bisschen rum zu experimentieren. Die Ergebnisse davon, wie das mit den Lamas funktioniert, das bekommt ihr dann in dem nächsten Video von mir. Und da werden wir auch schon die ersten Rüstungen wahrscheinlich herstellen von den Lamas. Die sind nicht so schwer tatsächlich. Die werden wir relativ easy hinkriegen. Aber jetzt haben wir hier erstmal eine Menge Rüstungen, ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Interessant ist diese Rüstung hier. Die stellen wir uns mal her. Also Hose, Hut, nee, Schuhe, Hut, Hose und Robe. So, das ist die Magierrüstung. Ich muss meine Rüstung mal wegpacken. Die ziehen wir jetzt mal an. Meine Rüstung packe ich mal eben hier rein, das stört sie uns nicht. So, also Magierrüstung, there it is. Die hat keine Fähigkeit, tatsächlich. Nur wenn man Magie nutzt, wie zum Beispiel hier, ich sag mal, den Schwebezauber, dann hat man einfach mehr Mana. Normalerweise hat man 100 Mana, mit der Rüstung hat man 125 Mana. Und die Abklingzeit ist wesentlich schneller, das Mana lädt sich wesentlich schneller auf. Aber die Rüstung ist einfach gut, wenn ihr diese Zauber nutzt, wie hier.
den oder aber auch den Rückkehrzauber oder sonstige Zauber, gibt es ja ganz viele. Nur nutze ich die kaum, sondern eigentlich nur die beiden. Dafür ist die Rüstung gut. Ansonsten sieht sie cool aus und wir haben eine weitere Rüstung fertig. Let's go. So, es gibt ein paar Rüstungen, auf die ich mich echt freue. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Drachenrüstungen und ich werde mir die alle mal angucken. Wir machen jetzt mal eine. Ich weiß nämlich nicht so genau, ob die auch Fähigkeiten haben. Und deswegen, wir machen mal jetzt die erste hier und ziehen die an. Und wir haben die Dracula-Rüstung fertig. Die hat keinen sehr guten Rüstungsschutz tatsächlich. Und die hat auch keine Fähigkeiten. Also wir haben nichts an Fähigkeiten, sonstiges. Ja, ich mache die alle fertig und ich zeige euch die dann mal. Wenn irgendeine Rüstung gute Fähigkeiten haben sollte, dann seid ihr natürlich dabei. Und das ist die Bienenrüstung und die hat natürlich tatsächlich eine Fähigkeit. Die hat Eile 3, sogar 3. Das ist krass. Durchgehend Haste 3. Das ist nice. Ja. Die Drachenrüstung von Myth hat Resistenz 3. Sieht doch ganz nice aus. So, die Slime-Rüstung hat eine interessante Fähigkeit. Wenn man fällt, entsteht ein Slime-Block. Das wollen wir mal ausprobieren. Wir werden jetzt mal hier vom Dach springen. Weil das ist interessant, weil Schleim kann man ja immer gebrauchen. Und so könnte man dann die Rüstung abbauen. Wir fallen jetzt einfach mal hier runter. Und pop. Nice, also direkt mehrere. Immer da, wo wir aufkommen. Wahrscheinlich auch, wenn wir einfach von hier runterspringen, oder? Jo. Oh, krass. Okay. Ja, stark. Also Schleim ohne Ende, würde ich mal sagen. Und kein Fallschaden. Die Glowstone-Rüstung ist, die hatten wir schon mal so ähnlich. Ich glaube, die Fackelrüstung. Es wird niemals dunkel um uns herum. Ist jetzt nicht so geil. So, die Nachtlichtrüstung hat Nachtsicht. War irgendwie klar. Und hier Ramalton-Rüstung, die hat Federfall. So sieht die Gezeitenflügelrüstung aus. Die kann nichts. Und die Sturmbolzenrüstung, die hat Feuerresistenz 2 und sieht so aus. So, das ist die Klangrüstung, also vom Drachenklang. Und die hat Absorption. Und das hier, das ist die Ace-Rüstung. Und die Ace-Rüstung hat Geschwindigkeit 3. Also, damit könnt ihr schön schnell rennen. Aber wir haben auch tatsächlich schon schnellere Rüstungen gehabt. So, die Cobra-Rüstung sieht einfach nur gut aus, kann aber nix. Und die Sakura-Rüstung, das ist die hier, die hat Gesundheitsbonus 2. Und das gibt uns, wie ihr seht, irgendwie ein halbes Herz mehr. Ich kann, glaube ich, was essen. Und wenn ich was esse, ja, gut, dann füllen sich die Herzen. Also es gibt 4 Herzen mehr. Sobald ihr irgendwie was gegessen habt, füllen die sich dann auch. Das ist die Rüstung von Schneeflocke. Ja, sieht auch nur gut aus, wenn man denn auf Eskimos steht. Und die vom Lohnfalke, das ist die hier. Und die hat Feuerresistenz 2. So, das ist Sturm Stratus, hat sanfter Fall, wie ihr seht. Und wie heißt die hier? Pterix oder so. Ziehen wir mal an. Die hat Sprungverstärkung. Könnt ihr höher springen und zwar Sprungverstärkung 2. So, Schafklauenrüstung kann überhaupt nichts. Und die Frogonrüstung, die sieht so aus, die gibt uns auch wieder Sprungverstärkung. Klar, für einen Frosch irgendwo logisch. So, die Rüstung vom Elf, die hat mal wieder Eile 2. Und die Gladus-Rüstung, die hat mal was anderes. Und zwar hat die Stärke 3. Also die macht euch stärker. Ansonsten habe ich schon ein paar Rüstungen noch gehabt von den Drachen, die wirklich uninteressant waren, weil irgendwie geben die immer die gleichen Effekte tatsächlich. Die sind zwar die schönsten oder eine der schönsten Rüstungssets hier, die wir so haben, aber die Fähigkeiten, die sind ein bisschen enttäuschend.
Ja, also tatsächlich sind die meisten Rüstungen von den Drachen nur kosmetisch, wie die hier zum Beispiel von Solar oder die Sturmfalke-Rüstung, auch nur kosmetisch, haben auch alle nicht so einen super-duper Rüstungsschutz. Wir sind durch mit den Drachenrüstungen, die anderen zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich die hier hinstelle, dann gucken wir uns die alle nochmal an. Eine einzige Drachenrüstung fehlt uns noch, die vom Wächter oder vom Warden, der so heißt der Drache. Aber wie gesagt, da müssen wir erstmal die Dark für finden. Und ansonsten kommen wir jetzt in die nächsten Rüstungen. Also tatsächlich fand ich bis jetzt am besten die Schleimrüstung, die hier auch Schleimblöcke platziert hat. Die gehört aber nicht zu den Drachenrüstungen. Und von diesen, aus dieser Mod, haben wir jetzt noch ein paar. Und zwar die Trident-Rüstung und die Piglin-Rüstung. Die machen wir jetzt und gucken, was die kann. Die Trident-Rüstung, Armor Function Currently Deactivated. Wir müssen wieder hier drauf gehen. Aua, you have the power of lightnings. Ihr seht schon, ich schlage überall Blitze ein. Vielleicht sollten wir das nicht tun. Keine so gute Idee, wenn man überleben will. Ihr habt gesehen, zieht ganz schön viel Herzen runter. Wir müssten dabei laufen, dann würden uns die Blitze vielleicht nicht treffen. Naja, es ist die Frage, ob man so eine Rüstung braucht. So, die nächste Rüstung ist die Piglin-Rüstung. Mal gucken. Hold Gold Ingots to receive Items. Oh, das ist ja interessant. Also wir sollen Gold Ingots halten, festhalten, um Items zu bekommen. Da gehen wir doch direkt mal hin und nehmen uns welche in die Hand. Ja, und wow, wir bartern mit uns selbst. Aber tatsächlich werden die Goldingots hier auch verbraucht. Und wir bartern, also wir tauschen quasi, was man auch mit Piglins tauschen kann. Man muss also nicht mehr in Nether mit Piglins tauschen, um deren Sachen zu bekommen, sondern kann die Rüstung tragen. Nice. So, als nächstes drei Rüstungen. Eine davon kennen wir. Ich habe die Tungsten-Rüstung, die ich ja selber trage, die mit dem krassen Rüstungsschutz, habe ich nochmal gesammelt. Können wir also noch machen, um die hinzustellen. Dann haben wir die Enderman-Rüstung, also eine weitere Enderman-Rüstung und Blaze-Rüstung. Die drei machen wir jetzt, die werde ich euch aber nicht zeigen, hier die Tungsten-Rüstung, die kennt ihr ja. So, zunächst einmal die Blaze-Rüstung. Hit a Blaze to get Blaze Rods. Ja, nicht schlecht. Also wenn wir einfach nur einen Blaze schlagen müssen, um Blaze Rods zu bekommen, das hilft natürlich ungemein. Haben wir jetzt hier gerade nicht, müssten wir in Nether für gehen. Aber das hilft, wenn man die sammeln will. Ich muss auch noch ein paar, denke ich mal, sammeln. Da hilft mir die Rüstung definitiv weiter. Und das ist die nächste Enderman-Rüstung, die dritte. Teleport dich selbst randomly, also irgendwo hin, innerhalb von einem 16-Block-Radius. Wenn wir das Ding hier haben und nutzen, zack. Ja, könnte die Schrift mal weggehen, das wäre super. Die geht irgendwie nicht weg. Ah, doch jetzt. Okay, nice. Und dann machen wir wieder zack. Boah. Dann braucht die wieder ein bisschen. Und dann machen wir zack. Naja, gut. Also random ist es halt nicht so geil. So, als nächstes kommt noch eine Rüstung von Mob Armor. Da haben wir hier die Honigwabenrüstung bzw. Bienenrüstung. Die stellen wir uns mal her. Die sieht doch sogar ganz nett aus. Ziehen die mal an, gucken wir, was wir dann können. So, wir sind eine Biene. Ah, ich habe gerade gesehen, okay, wir haben Federfall. Also das heißt, wenn wir irgendwo runterfallen, ja, Federfall. Nichts Besonderes, ist aber tatsächlich nicht durchgehend der Federfall, sondern nur, wenn wir wirklich fallen, etwas tiefer als einen Block fallen. Hier. Ja, sie kommt auch kurz da zu Vorschein, aber naja, nicht so geil. Okay, eine weitere Mob-Kreaturen-Rüstung, in die ich sehr viel setze, ist die Enderdrachen-Rüstung. Die würde ich jetzt mal mit euch machen, bevor wir die anderen haben, die ich hier im Inventar habe. Die Enderdrachen-Rüstung. Ich hoffe, dass wir damit fliegen können, weil das wäre geil. Ich suche hier immer noch einen Ersatz für Flügel. Guckt euch das an, wir fliegen. Ich weiß nur nicht genau, ich fliege und fliege und fliege und fliege. Ah, okay, wenn ich runterschaue, dann
lande ich. Und wenn ich hochschaue, fliege ich wieder hoch. Hab dann die Effekte sanfter Fall. Also so habe ich sanfter Fall. Ja. Ach, nach oben schauen, genau. Wenn ich nach oben schaue, habe ich Geschwindigkeit und Schwebekraft. Und ja, das ist natürlich gar nicht schlecht. Die hat auch einen guten Rüstungsschutz. Allerdings ist die nicht so geil wie jetzt Elytras. Ja, man kann damit fliegen. Man tut sich damit auch nicht unbedingt weh. Aber naja. Was soll man machen? So geil ist sie dann doch wieder nicht. So, drei weitere Rüstungen sind am Start. Erstmal die Schalker-Rüstung. Okay, die kann was. Gucken wir mal, was kann die? Float Entities with a Radius of 10 Blocks. Oh ja, guck mal da. Alle Entities, also alle Gegner, aber auch alle freundlichen Kreaturen, schweben. Und dann fallen sie auch. Moment. Sie fallen immer so ein bisschen. Also sie schweben nur innerhalb von 10 Blöcken, das heißt auch in die Höhe. Wenn ich jetzt weggehe. Ja, gut. Okay. Ja. Also ihr solltet auch mit dieser Rüstung nicht in die Nähe eurer Freunde bzw. eurer Tiere oder so gehen. Dann fliegen euch die weg und sterben dann vielleicht. Macht das lieber nicht. Die Ofenrüstung. Auf jedem Erz, auf dem wir stehen, schmilzt automatisch. Das heißt, wir können uns auf Eisenerze stellen und das schmilzt direkt unter unseren Füßen weg. Oder Golderze oder so. Ich weiß nicht, ob das bei Diaerz auch funktioniert. Aber das ist eine Rüstung, die kann man relativ am Anfang des Spiels machen. Man braucht halt nur 24 Öfen. Und dann kann man sich schon auf die verschiedenen Erze stellen und braucht noch nicht mal eine Dia-Spitzhacke oder sowas für zum Beispiel Gold. Das finde ich schon ganz cool. Okay, die Eisengitterrüstung ist auch sehr schnell hergestellt. Und da steht Lock Entities Up. Jetzt bin ich mal gespannt, was damit passiert. Lock Entities Up. Lock Entities Up. Also die hier kann ich anscheinend nicht einsperren. Ich gehe mal gucken, ob ich irgendwo ein Schaf oder ein Schwein oder sowas finde. Oh, also ihr habt es gesehen, ja. Man kann tatsächlich alle Entities einsperren. Das heißt, wenn wir jetzt, ich gehe mal zurück hier und zeige euch das nochmal in Live-Action. Ich bin gar nicht so weit gelaufen, habe einfach mal ausprobiert. Man muss einfach dann die Schlagentaste quasi drücken, wenn man das Gitter in der Hand hat. Ich gehe mal hier hoch und dann suchen wir uns nochmal den netten Herrn oder das Lama hier. Hier das Lama beispielsweise, ja. Und dann macht ihr einfach zack. Nee, ich wollte nicht reiten auf dir. Da, zack, ist es eingesperrt, ja. Krass, also es ist ein richtiges Gefängnis mit Gittern, mit Obsidianboden. Naja, gut, mit einem Wolledach. Aber immerhin, sieht schon cool aus. Und man kann die halt hier einfach irgendwie alle einsperren. Zack. Nice. Sehr cool, sehr lustig auf jeden Fall. Ein bisschen zum Trollen, definitiv. So, ich habe die Bronzerüstung mal eben schnell gemacht und jetzt haben wir die allererste Tetris-Rüstung, also die komplette Rüstung, die wir uns einmal machen können. Ihr wisst ja, bei Tetris die Stiefel, der Helm und die Hose ist immer gleich, nur das Oberteil ist immer anders. Ich habe jetzt mal das mit dem Roten hier gemacht und das ziehen wir jetzt mal an und dann schauen wir mal, was es uns gibt. Also erstmal hat es coole Effekte und das gibt uns hier weitere Herzen und zwar Gesundheitsbonus 5, das ist glaube ich der stärkste. Ihr seht, eine ganze Herzenreihe mehr mit dieser Rüstung. Wir werden auch die anderen Tetris-Rüstungen noch ausprobieren, also die Oberteile, werde ich alle noch machen. Aber das ist schon strong, definitiv. Krass. Dann können wir mal essen, dann geht es auch schneller. Aber ja, das ist nice. So, vier Rüstungen haben wir noch. Zunächst mal die Garstrüstung. So, Shoot Fire Charges, sagt er. Gehen wir hier drauf und dann kriegen wir so Fire Charges in die Hand. Und dann schießen wir mal auf den. Okay. Und hatten jetzt. Oh, irgendwie treffe ich den auch gar nicht richtig, den komischen hier. Ich
versuche jetzt mal. Oh ja. Also gut. Nicht schlecht, ja. Also wir können hier auch. Wow. Ein bisschen was kaputt machen, definitiv. Und oh. Können uns aber auch selber damit treffen. Okay. Die nächste Rüstung, die wir haben, ist dann die Phantomrüstung. So, und ja, auch hier schweben wir wieder. Ja. Float through the air. Ich bin mir nicht sicher, ich fliege nur hoch. Und ich möchte nicht so hoch fliegen. Und bin tot. Naja, gut. Geht so, die Rüstung. Also, dann haben wir noch die Soul Sand Rüstung. Armor Function currently deactivated. Dann gehen wir hier drauf. Und all the entities around you are slower than usual. Okay, also alle Entities um uns herum sind langsamer als normal. Das kann man jetzt nicht so gut hier erkennen. Ich gehe mal kurz hier irgendwie ja, in Richtung meiner Lamas. Vielleicht erkennt man es da. Wie gesagt, Lamas zeige ich euch nächste Mal. Aber um das auszuprobieren, gehen wir jetzt einfach mal hier hin und ja, die bewegen sich wirklich langsam oder gar nicht mehr. Drachen, auch Drachen? Nö. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie bewegen sie sich dann tatsächlich gar nicht mehr, wenn ich da hinkomme. Naja. Keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so geil, die Rüstung tatsächlich. Die nächste wäre dann die Strider-Rüstung. You are immune to fire and lava. Also wir sind immun gegen Feuer und Lava. Wir haben Feuerresistenz 2 durchgehend. Naja, okay. Das war es auch schon wieder für die Rüstungen. Wir haben alle ausprobiert. Ich habe euch die interessantesten gezeigt. Wir stellen die jetzt auf jeden Fall noch alle hin und gucken mal, wie viele da noch übrig bleiben. Und dann klären wir nochmal ab, was wir im nächsten Video so alles machen. So Leute, alle Rüstungen aufgestellt und das sieht doch jetzt schon viel, viel besser aus. Ich habe mal nachgezählt, wir haben 123 Rüstungen. 123 von 277. Also noch nicht ganz die Hälfte. Hier hinten, in dem hinteren Block mit den Erzen, da muss ich noch was tun. Da haben wir noch nicht so sehr viele. Außerdem hier die Hydra-Rüstungen. Auch da haben wir noch nichts gemacht. Aber dafür sind wir hier vorne mit dem Drachen fast fertig. Also wir haben hier alle Drachenrüstungen außer dieser hier. Das ist die Warden-Rüstung. Da brauchen wir Deep Dark für. Würde ich mich definitiv auch als nächstes drum kümmern möchte, weil ich nämlich auch nicht nur diese Warden-Rüstung haben möchte, sondern auch die Game-Mode-Rüstung haben möchte. Und dafür brauchen wir Warden-Fragmente. Also Warden definitiv als nächstes auf meiner Liste. Gehen wir mal weiter durch. Dann haben wir hier auch von diesen Rüstungen sehr viele. Noch nicht alle. Es gibt noch so hier diese Minecart-Rüstung, Hoglin-Rüstung. Die sind alle relativ easy noch zu bekommen. Was das hier ist, weiß ich nicht. Muss ich nochmal gucken. Ja, es gibt noch so ein paar. Delfin-Rüstung auch relativ easy. Es gibt noch so ein paar, die hier relativ easy zu kriegen sind. Aber wir haben auch schon viele. Zaubertischrüstung beispielsweise, aber hier, die Game-Mode-Rüstung. Das ist die Rüstung, die ich definitiv haben möchte, weil wir da 10 Sekunden lang in den Game-Mode können. Das ist sehr geil. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier so einiges schon und einiges ist auch noch relativ easy machbar. Die ganzen Kettenrüstungen hier habe ich mir noch nicht drum gekümmert, weiß ich auch nicht so wirklich ganz genau, wie die herzustellen sind. Aber ich denke mal, kriegen wir noch hin. Dann haben wir die Tetris-Rüstung. Da mache ich die anderen Oberteile, also die Brustpanzer noch von. Habe jetzt erstmal die hier hingestellt. Wir haben von den kombinierbaren Erzen alle außer Netherite. Wir haben von den Mob-Kreaturen fast alle. Hier fehlt noch Schleim. Und hier fehlt noch Leuchttintenfisch, solche Sachen haben wir auch alle. Elementargetreide, das sind die hier. Die werden wir jetzt bald auch. Ups, wo bin ich? Da. Hallo? Da. Die werden wir jetzt bald auch fertig haben.
Und dann kommen hier die ganzen Lama-Rüstungen. Da bin ich gerade dran. Und auch hier bei denen auf der Seite, bei den Erzen und solchen Dingen, muss ich auch noch ein bisschen was tun. Aber die Lama-Rüstungen werden als nächstes kommen. Die gehen relativ schnell. Das ist ein ganzer Batzen an Rüstungen. Ich glaube 48 Stück oder so. Können wir relativ easy machen. Ist ein kleiner Grind mit den Lamas. Zeige ich euch im nächsten Video, wie das funktioniert, Leute. Lasst nochmal ein Like da. Würde mich sehr darüber freuen. Ein Abo, falls er das noch nicht gemacht hat, würde mich auch freuen. Wir sind auf einem guten Weg, alle 277 Rüstungen zu bekommen. Es sind ein paar schwere dabei, aber die holen wir uns definitiv auch noch. Und der Rest, ja, der läuft auf jeden Fall. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.